Yo, liebe Leute, da sind wir wieder zurück bei The Curse of Monkey Island und wir haben eine offene Rechnung mit Kapitän Richelieu. Beleidigungen haben wir genug gesammelt, ja, aber wir waren nicht in der Lage, das Schiff zu entern. Und das liegt an dieser erbärmlichen, schwächlichen Kanone. Das habe ich ja schon geahnt, aber ich wusste nicht, wie man die upgradet. Und da sind jetzt die richtigen Tipps von euch gekommen. Wir gehen also zurück an Land. Hier oben Plunder Town und gucken mal, wer uns da neue Kanonen verticken kann. Oh, ich habe mit Stan gerechnet. Ja, ja. Guck mal einer an. Ach hier, wenn du andere betrügst, betrügst du dich nur selbst. Wenn du andere betrügst, betrügst du nur dich selbst. Junge, und wie ich das jetzt weiß. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich. Ja, ja. Ich habe ein neues Geschäft und Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Sie haben mir das Licht gezeigt. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, ja, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt? Ja, das klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Was hast du im Angebot? Ja. Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Piepglut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als ja, nehmen wir. Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar: die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, oh je. Mr. Massacre. Und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatik T-47. Ah, also, die will ich haben. Haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mr.? Ja, 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 bitte hier, Destructomat T-47. Ich nehme die Destructomatik T-47. Mister, Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie durchschritten. Sie haben soeben ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Faxmodem bestellt. Klingt gut. Ein ziemlich feines Stück, wenn ich das mal so sagen Modem. Darf. Nun, zahlen Sie in Dublonen, Juwelen oder gefangenen Jungfern? Ach, ein Goldzahn. Ja. Könnte ich dich für einen authentischen Goldzahn begeistern? Nein, danke. Ich habe noch alle Zähne. Wie möchten Sie denn bezahlen? Oh, dann nehmen wir die Beute vom Schiff. Mein Schiff ist voller Beute. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Was? Nimmst du meine alten Kanonen in Zahlung? Nun, ich weiß nicht. Sie sind ganz schön durchgeknallt. Warten Sie, während ich die Listenpreise nachschlage. Okay, meine Mama wird Ihnen schnell die neue Kanone installieren. Wo sie schon einmal dabei ist, lasse ich Sie direkt den passenden Betrag aus der Schatzkammer holen. Und die alten Kanonen abholen. Die Mama. Mama! Oh Mann, wo bin ich hier eigentlich? Das ist ja echt unglaublich. So, einen Krug kann ich nicht klauen. Hier gibt es nichts. Also, gehen wir mal zum Schiff und gucken, was passiert. Ja. Oh la la. Maximale Feuerkraft. Das sollte doch klappen. Richelieu, jetzt bist du dran. Und da ist er auch schon. Hallo, mach mal langsam. So, ich bin das andere Schiff. Nein. Ich nicht. Das war eine ausgewogene Schlacht. Ich sollte in der Lage sein, dieses Schiff zu besiegen. Na gut, immerhin dann nochmal. Ja, ja, wirklich furchterregend. Von wegen. Ist er. Schön gegen den Wind. Er dreht.
Das war eine Ansage, hä? Und nochmal. Das war eine ausgewogene Schlacht. Ich sollte in der Lage sein, dieses Schiff zu besiegen. Okay, es geht besser, es geht besser, es geht besser. Aller guten Dinge sind drei. Bitteschön. Na, 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 na. Mach dich mal locker, bitte, ja? Oh, das ging jetzt aber wirklich. Das war eine ausgewogene Schlacht. Ich sollte in der Lage sein, dieses Schiff zu besiegen. Nix war ausgeglichen hier. Ist der aggressiv? Das gibt's ja gar nicht. Immerhin. Das läuft wieder nicht ganz gut. Ach, Mist. Na. Also. Brauchst du noch eine Tracht Prügel? Ja. Saures ist gut. Oh, jetzt gibt's Saures. Bist du das? Es riecht hier so nach Jauche und Doom. Oh. Andere Sprüche? So, für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Das passt nicht. Mieterschutzbund bewahrt dich vor einer Kündigung. Ist es auch nicht. Dann ist es vielleicht hier die Reinigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ja, ja, ja. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Und wieder was mit Ung. Also die Reinigung ist es nicht. Das hier, hm? In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Nein. Ich lasse dir die Wahl. Erdolcht, erhängt oder guillotiniert. Oh je. Das hier? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ja. Sehr gut. Ist der Blick in den Spiegel nicht jeden Tag für dich eine Erniedrigung? Schon wieder. Das hier? Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Nein, Mist. Es mit mir aufzunehmen gleicht einer Odyssee. Odyssee. Separé. Varieté. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Ah, nein. Und jetzt runter von meinem Boot, bevor ich dich auf der Insel der ungeschickten Zahnarzt-Elferinnen aussetze. Nein, da will ich nicht hin. Um Gottes Willen. Muss ich das jetzt nochmal machen mit den Kanonen? Ich glaube nicht. Was willst du, Mr. Triefpimpf? Saures. Ja, jetzt gibt's Saures. Ich lasse dir die Wahl. Erdolcht, erhängt oder guillotiniert. Hatte das eben geklappt? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ja. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Das haben wir doch eben schon nicht gewusst.
In Formaldehyd aufbewahrt, trügst du bei zu meiner Erheiterung. War nix. Ganze Inselreiche haben vor mir kapituliert. Das hier. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Ja, haha. Bist du das? Es riecht hier so nach Jauche und Doom. So, das hat doch eben schon mal geklappt. Legale Reinigung? Nee, weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Dann die Reinigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ja. Nein, das Sag, war's schon. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen, du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut, ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an, keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Wir haben die Karte wieder. Yay. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. So, Teil 4, da haben wir es. Der Barmann, die Diebe, seine Tante und ihr Liebhaber. Wunderbar, ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir müssen unbedingt den Kurs auf Blood Island halten! Van Hagen! Ich tue ja schon alles, was ich kann! Haggis! Du musst mir helfen! Ich kann mich selbst kaum halten, Kameraden! Bei Gott, dieser Sturm! Den hat der Teufel geschickt! Ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wo ist die Lane? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Dann lasst uns gehen. Wir suchen sie. Und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Na super, durchkämmt die Wüste, fiel mir gerade ein. Flasche ist immer gut. Wir haben ja schon drei, das wäre die vierte. Und da ist bestimmt eine Briefpost drin, oder? Ein Korken. Captain Nix Rasierseife. Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschellte. Na gut. Handlotion, die können wir gebrauchen bestimmt. Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Ist ja gut. Macht das Sinn, mit dem nochmal zu reden? Nö, ne? Wir probieren es nochmal. Haggis? Hi? Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig.
Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und eine 6. Durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Yo. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Scheint ja wichtig zu sein, die Lotion. Meuterei ist ein großer Schritt. Seid ihr sicher, dass ihr es nicht nochmal überdenken wollt? Ei, Jungchen, wir sind alle einer Meinung. Wir spüren lieber den Sprühnebel von Haarspray, als den des Ozeans in unseren Gesichtern. Ah, okay. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter gerade. Ich lass dich wieder an die Arbeit. Gut, wir gehen mal irgendwo hin. Und irgendwo könnte ziemlich alles sein. Wir fangen hier vorne an. Liebes fragt. Also, da gehen wir hin. Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz! Dann machen wir die schon mal. Ich werde dich da herausholen! Ja, ja. So, den Ring müssen wir wechseln. Können wir den hier nehmen schon? Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Glühwürmchen, auch wie süß. Sie sind zu klein und zu schnell, um von mir mit der Hand eingefangen zu werden. Wie war das bei Lamplight City? Das braucht nicht eingeseift zu werden. Nö, aber... Ach, lass es doch einfach. Und die Flasche da draufstellen und das zieht die irgendwie an. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Na gut. Nee, können wir nicht. Alles klar. Hier sind wir falsch, da gehen wir hin. Wieder mal keine Erinnerung hier. Iki-Laterne, können wir die nehmen? Nein. Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert. Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Will abends ich nicht sehen. Um 7. Eine Bühne, okay. Grill, Kochtopf müssen wir wohl irgendwie anzünden. Und irgendwas brauen. Nehmt bitte den nicht. Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Ja, Bühne brauchen wir uns nicht anschauen. Wahrsagerin. Wie heißt du denn? Madame Xema. Xima, Madame Xima, Madame Xima, Madame Xima. Ja, ja, ist doch gut. Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Na gut, und was kannst du mir erzählen? Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! Ah, bitte, sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Na gut, also, was haben wir denn? Schicksal, das wollen wir wissen. Ja, natürlich. Sag mir mein Schicksal voraus. Sag mir mein Schicksal voraus. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein,
Du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Wir haken nach. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut, wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Er sagt das nicht, die Sprache. Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Und wieder einmal, es ist der Tod. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Die Karte bedeutet Tod. Gib's mir. Tod. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort! Hä? Dämon! Dämon! Jetzt aber. Nehmen wir gerade mal. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe! Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr! Danke. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Ja, aber wir haben die Tarotkarten. 5 Stück an der Zahl. Was wir mit denen machen? Keine Ahnung. Wir öffnen mal die Tür, gucken, ob das überhaupt geht. Oha, überall hier Dinge zum untersuchen, ja. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Dann müssen wir was zum Schneiden finden. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnung. Ups, Entschuldigung, mit der Schere. Ich brauche etwas, mit dem ich ein Stück abbrechen kann. Abbrechen. Haben wir aktuell nicht, aber merken wir uns mal. Da war ein Magnet, den nehmen wir gleich. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Gut, dann nehmen wir den Magnet. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Dann haben wir schon alles hier. Yo. Eine Gabel. Ich bekomme diese Gabel auf keinen Fall daraus. Dieser Nacho-Käse wird hart wie Leim. Leeres Glas, ja. Glühwürmchen fangen. Lass das stehen und dreh bitte das Licht etwas runter. Oh. So, was haben wir denn hier? Da steht, besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden, dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Ja. Besuch Big Whoop. Sofort. Ja, es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich. Na klar. Das Kissen beginnt sich vom Barhocker zu lösen. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Rezeptbuch. Wunderbar. Rum Rogers Rum-Überraschung. Ein Fass Rum, 2 Thermosflaschen Rum gewärmt, 1 Messglas Rum, 3 Schuss Rum, 1 Teelöffel Wermut.
und Cilantro. Alle Zutaten mischen, mit Rum abschmecken. Ist kein Wermut verfügbar, durch Rum ersetzen. Oha. Brauche ich das noch? Gelbbart Baby. Messglas Wodka, ein Messglas Rum, 3 Zitronen, Phenylalanin, Cilantro. Es wird seine Bedeutung noch bekommen, denke ich. Wie geht das wieder zu? So. Ein Spucknapf. Ich schleppe nicht mehr die Spucke anderer Leute mit mir herum. Loses Kissen. Aus dem Alter bin ich raus. Aha. Möchte ich mit einem losen Kissen? Es ist ein weiches Kissen. Ach, echt? Okay. Porzellan. Will er ja nicht. Porzellan. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Mit dem können wir wahrscheinlich nicht reden. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay, wir müssen ihm also so einen Cocktail mischen, so quasi als Konter rum. Seeseife, genau. Moment mal. Nein. Ach, schade. Ein Sofa, Porträts, Fenster. Viel zu untersuchen, viel zu entdecken hier. Nagel, können wir den nehmen? Ich kann ihn nicht herausziehen. Ja, hast nichts für da. Gut, müssen wir uns mal merken. Peter und Victoria Soße Meistersuppe. Graf und Gräfin von Konsum. Okay, hilft mir auch nicht weiter. Was gibt's denn hier? Ein Kleiderschrank, der wird mal geöffnet. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Porzellan. Porzellan. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Was kommt da jetzt zum Vorschein? Das war doch klar, oder? Ein Skelett, das ist aber schön. Ich komme nicht dran. Ähä. Da gibt's einen Trick, okay. Sieht gemütlich aus. Ich komme nicht dran. Aha. Da müssen wir uns also was einfallen lassen. Nur was, das weiß ich noch nicht. Nein, okay. Man kann auf den Friedhof schauen. Na, wunderbar, dann gehen wir da doch mal hin, oder? Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich hier jetzt nicht unbedingt weiterkomme. Jetzt noch in den Keller? Nee, ne? Da ist der Friedhof. Eine Gedenktafel, die schauen wir uns mal an. Da steht Tex Venture. Danke für den Tipp. Werbefläche zu vermieten. Na klar, auf dem Friedhof, ja, natürlich. Sie ist verschlossen. War klar, die hier. Sie ist verschlossen. Au, wie viele Locations gibt's denn hier in dem Spiel?
Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. So, hier ist ein Spalt zwischen den Türen, aber... Was wollen wir da sehen? Ich kann gerade niemanden darin sehen. Das Schloss gibt's nicht. Ein Meißel, das ist doch schon mal gut. Ein Hammer ist auch gut. Skeletthaken? Vielleicht ich habe bereits genug Skelettanhängsel. Wie eine Särge. Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Hundeüberraschung, ja. Wird auch geklaut. Nein. Nein. Kamin, den können wir nochmal untersuchen. Ja. Dies stinkt? Nein, doch nicht. Stinkendes Hundehaar? Nein, danke. Ich wette, es schmeckt so schlecht, wie es riecht. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Was will ich damit? Hundeüberraschung, stinkendes Hundehaar. Wisst ihr was? Ich würde sagen, die Frage, die klären wir doch beim nächsten Mal. Und ja, erkunden hier einfach mal die Insel ein bisschen weiter. Es gibt ja noch viel zu entdecken, was wir nicht gesehen haben. Und ich bin gespannt, was dann passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, euer Matze.